Ja, und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Wir können wieder ein paar Schuhe anziehen. Ich würde wahrscheinlich wieder das mit den Türen nehmen. Denn hier geht es darum, ohne Schaden zu erleiden, durchzukommen. Perfektion, die Schleimgrube, Level 5. Los geht's. Und ich denke, vielleicht könnte das gut sein. Mal schauen. Ich habe meine Schuhe nicht angezogen. Willkommen im Containerdorf. Wir wurden von Contaminator Weekly zur drittvermülltesten Community gewählt. Nächstes Jahr wollen wir es auf den zweiten Platz schaffen. Ist mal ein bisschen Schleim da unten. Meine Familie lebt schon seit 600 Jahren von diesem Fluss. Oder zumindest seit der Erfindung der modernen Kanalisation. Hehe. Dann viel Spaß! Niemand drin. Nein, ich trinke nicht bei der Arbeit. Ich bin arbeitslos. Die Umwelt verschmutzen ist nur ein Hobby. Aber ich bin sehr betrunken. Ach, ich liebe Müll. Wir werden für immer ein Paar sein. Okay. Flüsse sind die natürlichen Feinde der Kontaminierung. Aber dieser hier ist komplett vergiftet. Ach, die Strahlung wärmt sogar meine Füße. Dann nimm mal ein Bad. Ich bin schon eigentlich fies, wenn ich die immer umbringe, die Leute hier. Du kommst von den Brutalos? Die sind so rückständig. Wieso nur eine Person verletzen, wenn du einen ganzen Planeten vernichten kannst? Wo die ganzen Rohre hinführen? Ich glaube, die hängen alle zusammen. Gut möglich, mein Freund. Was? Slimehead. Habe ich was übersehen? Ich glaube nicht. Nach dem Untergang der Brutals haben wir beschlossen, Makler zu werden. Dabei können wir immerhin weitere Leute ausrauben. Aber es ist schwer, in dieser Stadt nicht runterzugehen. Der Grundstücksmarkt ist am Absaufen. Ha, sprichwörtlich am Absaufen, oder? Bitte verrate meine Mutter nicht, dass ich Fernsehen schaue. Ich sage ihr einfach, dass ich Drogen nehme oder jemanden abziehe, sonst bekomme ich richtig Ärger. Ich bin ganz nett eigentlich. Angeblich sind die Tentakel alle verbunden. Das Monster soll uns damit ausspähen. Deshalb ziehe ich meine Unterhosen nie aus. Nie. Ich traue den Dingen nicht. Ich sehe zwar entspannt aus, aber eigentlich habe ich Angst, dass eine Bewegung alles zum Einsturz bringt. Ich würde für eine Tüte Chips. Chips? Wie das geschrieben ist, morden. Okay. Nur Spaß, ich bin hellwach. Habe schließlich zwei Dosen
Thirstfucker getrunken. Letzte Woche. Thirstfucker. Life as a Teenage Tentakel. Was? Heute ist einfach kein guter Tag zum Angeln. Ich bin schon seit Stunden hier und habe in der ganzen Zeit nur 2 leere Dosen gefangen. Ich hätte auf mindestens 5 gehofft. Leute? Hey, etwas Privatsphäre bitte. Das hier war der romantischste Platz in der Kanalisation. Bis du aufgetaucht bist. Sorry. Hässlich. Ich habe den besten Platz in der Stadt. Die Aussicht ist unschlagbar. Gut, ohne einen Schaden zu bekommen, werden wir hier wahrscheinlich nicht durchkommen. Doch wir haben unsere Schuhe, danke. Ich habe jetzt schon Schaden bekommen. Ich glaube, das war ein Level aus dem... aus der Demo. Woher kommt ihr denn bitte? Nice. Okay, das ist eine Tür. Und das ist eine Tür. Okay, die geht weiter. Okay. Wieso? Ganz kurz. Ein schönes Thumbnail machen. Perfekt. Jetzt haben wir schon 22. Okay, nice. Das war Schaden von mir selber. Ist da noch jemand? Alter, die Musik geht so ab. Da hätte unglaublich viel gefehlt, wenn ich das nicht gesehen hätte. Autsch. Lass mal stecken. Sie müssen eigentlich immer close sein. Hä, wie habe ich den jetzt erwischt? 24. Ah, da im Wasser. Wo ist das mies? Im Wasser sind die Scheißdinger auch noch.
Nochmal kurz zur Sicherheit. Gut. Ja, sein können, dass es einen Achievement geben würde, wenn man das Risiko stört. Fuck, Mann. Ich hab den Typen übersprungen. Aber ich muss da wieder zurück, sonst fehlen mir unglaublich viele. Das können wir eigentlich jetzt durchlaufen lassen. Müssen wir nicht hier bleiben. Wieso ist die Tür jetzt nicht explodiert? Weird. Irgendwie explodieren meine Türen nicht mehr. Komisch. Jetzt wieder danke. Das tötet mich halt manchmal fast selber, das ist doof eigentlich. Wieso wartet jetzt nicht hier vorne, Mann? Was? Alles gut. Die Level werden langsam echt schwer. Kurz. Ich gehe mal kurz ein bisschen was zu saufen hier. So, danke. Okay, jetzt mal ein bisschen langsam machen. Wo ist jetzt der andere Typ wieder? Der Schrotflinten-Typ. Komm schon. Nicht mit mir. War die letzte Kurve, Junge. Ohne dass es Überlebende gibt. Und 55, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Und ohne Schaden, ja gut. Bekomme ich eh nicht, sorry. Manchmal. Langsam sieht's aus, als ob wir nur noch ein Level pro Folge schaffen. Denn das war's schon wieder mit dieser Folge.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Angerfoot. Haut rein. Tschüss.